Also willst du jetzt, wo du da in der Nähe bist, den Zank feierlich überreichen? Was? Bevor die Pressekonferenzen losgehen. Was? Ich bekomme gleich was. Ich mach mal die Augen zu. Ein Geschenk! Wann darf ich die Augen aufmachen? Oh nein, es schlackert. Lieber Funk, ich glaube, das hier wirst du während der Präsentation brauchen. Wir hätten schon viel früher machen sollen. Bitte strecke deinen Arm aus und nimm dies in Empfang. Oh mein Gott, was ist denn? Es ist sehr schwer. Alter. Du wirst es brauchen. Du wirst es brauchen, Funk. Ich habe gar keine Ahnung, was kann das denn sein? Zu schwierigen Zeiten kannst du damit auch durch den Chat gehen, wenn du möchtest. Das ist gerade weggesperrt. Alter. So, schön. So, warte, ich komme hier dazu, ganz vorsichtig. Ach, jetzt wird's kuschelig. Das ist schön. So. Ja, das geht. Naja. Ich nehme mich mal hier ganz zurück. Ah, schön. Erstmal die Umwelt belastet mit dem Geschenkpapier. Ja, ja, natürlich. Das kannst, ist aus nicht abbaubarem Plastik. Kannst du uns den auch ins Gesicht hauen? Oh, guck mal. Das ist richtig, das ist schlagfest, ja? Es hat eine extra Bleivermantelung am Fußende. Es war einfach Pflicht. Wenn man das hebt, dann merkt man muss halt ausholen. Ja, ist mir aufgefallen, als ich sie gerade rübergereicht habe, da habe ich gemerkt, da musst du schon... Das ist Kraftaufwand und vor allem, du hast den Schwung, kannst du mitnehmen. Ja. Und das hat dann effektive Einschlagmasse. Das Kind, was du getroffen hast, hat wahrscheinlich jetzt so eine Ecke im Kopf. So, weißt du? Einmal gedreht. Da kannst du auch mal ein Glas hier in der Augenhöhle abstellen. War nicht Absicht. Vielleicht, weil die Geschichte nicht jeder kennt hier, willst du vielleicht nochmal erzählen gerade, warum wir das mit dem Pfanner hier die ganze Zeit haben? Ach so, Insider? Ja, sollte man eigentlich ist ein Insider, einfach nur, ich war in Berlin. Ist man es nicht gewohnt, ich mache es dennoch, bin ich einkaufen gegangen und habe diverse Sachen halt so gekauft und eiere mal wieder durch die Gänge, um irgendwie für Sandra irgendwas zu holen, weiß nicht mehr was. Und lauf mit meinen Wagen. Tamponaden könnten es sein. Sandra ist deine Frau, das muss man auch noch sagen. Ist eine Frau, ja. Eine Besitzerin. Die Besitzerin. Meine Besitzerin, richtig, ja. Mein Herrchen. Und Frauchen. Guck halt in die Regale und lauf halt und hab nicht mitbekommen, dass vor mir schon ein Kind steht, stand. Vielleicht ist es auch aufgeploppt und hat sich hinteleportiert. Nicht mitbekommen. Und es macht auf jeden Fall Pock vorne an meinem Wagen. Und ich merke, okay, ich bin wohl gegen irgendwas gefahren und gucke dann vom Regal weg. Und eine Frau, die mich böse anguckt und ein Kind, was traurig guckt und sich am Koppe hält. Und ich denke mir so, oh nein, es tut mir leid. Und die Frau einfach nur hat so gemacht, ist aber weitergegangen, hat Entschuldigung angenommen. Ich habe den Vorfall vergessen, gehe weiter zur Kasse, pack meine Sachen auf das Band und krieg nicht mit, dass die Frau, ganz bestimmt mit Absicht, sich mit dem Kind hinter mich gestellt haben. Und ich pack meine Sachen aufs Band, hol dafür also aus dem Einkaufswagen die Sachen raus und leg sie rauf. Und bei dem Pfanne-Eistee, den ich geholt habe, der wiegt ja ungefähr, wenn ihr schon mal so einen Pfanne-Eistee in der Hand habt, wenn ihr kein Bodybuilder seid, hattet ihr das noch nicht in der Hand, die wiegen ein bisschen, ne? Und dann hebt man das hoch und man braucht dafür Schwung. Ich zumindest. Und mach halt so und höre wieder ein Pock und merke, ich habe was berührt mit meinem Ellenbogen, vielleicht mit ein bisschen Wucht, und sehe, wie das Kind, und höre vor allen Dingen, wie das Kind schreit, und die Mutter ein Zetamordrio, dass ich jetzt schon wieder mit Absicht ihr Kind in diesen Laden. Ah! Und wie könnte ich nur? Und jeder guckt mich an, als wenn ich gerade die Frau angefasst hätte und ihren Job irgendwie auch noch ihr genommen hätte. Das war wirklich, und ich habe mich so schlecht gefühlt und ich habe mich entschuldigt, die Frau, war es egal, das Kind hat halt geweint. Ich hätte vielleicht ähnlich reagiert, wenn es mein Kind, ach Quatsch, hätte ich nicht. Das ist mein Kind, das wäre egal. Hat's verdient, ist ein Kind. Ja, das wirklich, lernt daraus. Ja, und halt so dem kam auch noch quasi die andere Wange hin. Ja. Und ich meine, ja, das ist so meine Pfanne-Eistee. Aber das Schöne ist, nach dem zweiten Schlag war das Gesicht wieder symmetrisch. Ja, beim ersten Mal sah es halt aus wie aus Family Guy, das eine Kind, wo der Kopf andersherum ist. Und da habe ich es wieder reingebogen. Dann wurde es wieder gedreht. Das war schön. Das war selbstlos auch. Ja. Einfach eine selbstlose Tat. Sehr, sehr selbstlos. Und die Frau wusste es nicht zu schätzen, ganz ehrlich. Nee.
Schämen Sie aber sich! Schämen Sie sich! Max, hast du es mitgekriegt? Die machen den Supermarkt zu. Ich weiß. Die reißen den ab. Ey, was mich dabei am meisten stört, warst du schon mal an der Käsewursttheke dort? Natürlich. Das sind die liebsten Frauen auf der ganzen Welt an dieser Käsewurst. Die riechen auch so lecker. Nee, aber die reden auch so gerne über Käse. Die sind so dankbar. Wenn du da hingehst, welchen Käse können sie empfehlen? Da ist sie so, ach, junger Mann. Also hören Sie mal, wir haben den. Und dann haben wir, oh, die sind so toll. Und die werden doch nicht mehr sein. Ja. Huch, wir hatten das gesagt. Funk. Ja, hallo. Ich hab dir doch vorhin den Pfanner geschenkt, ne? Ja. Ah! Zeig doch mal, wie du das gemacht hast. Ich hol den mal hoch, den Pfanner. Warte mal, ich hol den mal hoch. So ist es halt wirklich passiert. Also mit dem Ellbogen aus Versehen, in Anführungszeichen, rein. Ja, ja, klar. Zweimal also hintereinander. Also hier unten ist jetzt der Einkaufswagen und Jo ist halt das Kind. Mhm. Und so quasi, ja. Nicht zweimal, davor war ja nur angedutzt. Hast du das mitbekommen, jetzt mal über diese Geschichte, dass auf Facebook, was denn? Ist es ganz merkwürdig, nicht wahr? Auf Facebook gibt es eine Seite, die heißt Dieser Moment Wenn oder so ähnlich. Ja. Und da hat jemand meine Geschichte über diesen Pfanne-Eistee quasi genommen. Und, und hat so seine Geschichte verkauft. Da also steht erzählen. Auf Facebook, dieser Moment, wenn du ein Kind im Laden schon einmal schlägst und dann an der Kasse nochmal oder irgendwie so ähnlich. Aber original wirklich quasi so, wie ich das wiedergegeben hatte. Klaut dein Leben, Funk. Ja, da klaut jemand dein Leben. Du darfst nichts erzählen. Ich erzähl dafür zu gerne. Das kann ich nicht anders. Kommt dann so ein Buch raus irgendwie. Ja. Pfanne im Gesicht. Pfanne im Schritt. Darauf arbeite ich hin. So.